Willkommen zurück zu Need for Speed Worlds, nachdem wir letztes Mal doch recht unvermittelt abgebrochen haben, weil Yvette's PC abgekackt ist, machen wir jetzt hier einfach weiter. Für euch wird es der nächste Tag sein, für uns ist es jetzt, na gut, mittlerweile 20 Minuten später, weil Mika noch was mit seinem Internet klären musste, aber es geht jetzt einfach fröhlich weiter hier. Yay. Fröhlich. Feucht fröhlich, ey. Ich frage mich immer noch, woher der Begriff kommt. Also, ich meine, ich hätte da einige Erklärungen für, aber die sind, glaube ich, naja, nicht so angebracht. Ja. Jonathan, hör auf, so viel Sau zu denken. Das hast du gesagt. Ich habe gesagt, ich habe ein paar Erklärungen, die nicht angebracht sind, aber ich habe nicht gesagt, dass sie Echt, versaut ey. sind. Das warst du, Hallo? Yvette. Feucht fröhlich. Ja, warum? Wenn man getrunken hat, dann ist man fröhlich. Oder wenn man vor Lachen weinen muss. Feucht fröhlich. Richtig. Feucht fröhlich. Ja, oder wenn es geregnet hat. Naja, bist du fröhlich, wenn es regnet? Wenn du dabei Ja. nass wirst? Ja, heute war ich fröhlich. Heute hat es geregnet. Wir waren auf dem Spielplatz mit meinem kleinen Bruder. Und es hat geregnet. Und das hat dich gefreut? Cool. Ja, fragt sich nur warum. Vielleicht hat sie eingelullt und man hat die Stelle dann nicht mehr gesehen. Egal. Sind wir jetzt alle mal bereit? Ja, machen wir hier ein Rennen offen. Was machen wir denn? Ich sag mal, wir machen mal einen Sprint. Wir machen mal hier Gummi geben. Ja, weil du uns abziehen kannst, ne? Ja, zum Beispiel. Daran hast du Spaß, ne? Ja, natürlich. Ist bei euch eigentlich unten rechts in der Ecke auch die Zeit auf 21 Uhr? Ja, natürlich. Lobby abbrechen, es sind nur zwei drin. Ja, das liegt daran, dass das nach der mitteleuropäischen Zeit genommen ist, also nach der zentraleuropäischen. Das ist dir erst jetzt aufgefallen, Mika. Ne, das ist mir schon die ganze Zeit aufgefallen, bloß ich wollte Ja. nochmal nachfragen. Das war schon immer so, dass das 2 Stunden hinterherhängt. Ach ja, und deine Musik ist gut gewählt. Meine Musik ist gut gewählt. Die hat er von Ja, mir. von den Videos, sagt er. Cool. Die habe ich alle einzeln ausgewählt, die Stücke. Ja, Jonathan, hast du gut gemacht. Ja. Ich muss bald mal wieder ein paar neue runterladen. So, also es wurden gerade nur zwei eingeladen, also mach mal jemand anders. Ja, ich probier's mal. Jo. Ein Sprint. Teilnehmen. Beispiel. Gruppe einladen. Auch nur Annehmen. zwei. Na, Abbrechen. Yvette. Soll ich einen dann? Ja, lad du mal ein. Also Egal wo. Ja, einfach ja. ein Sprint. Also das Lobby-System in World ist echt schlecht. Und das Geilste ist, ja, es ist halt. Annehmen. Annehmen. Sehr schön. Bei Yvette klappt's. Also in einem außer bei einem außer Gruppe klappt es irgendwie immer, aber bei den anderen irgendwie nicht so. Ja, und das ist dann meistens der, der bei den anderen in der Gruppe nicht klappt. Ja. Ah, schon wieder die Yvette, na? Willst du uns diesmal abziehen? Weil die kannst. Jetzt schreibt er zu mir, Jonathan, du sollst Cobblestone sagen, nicht Cobblestone. Muss ich Drauf das so geschissen. stehen? Ja. Ich sag trotzdem Cobblestone, weil mir das mehr gefällt. Es ist einfach. Okay. Womit hat das was zu tun? Mit Minecraft. Ich sag auch Gravel und nicht Gravel. Es Das heißt auch kommt drauf Gravel, du an. Idiot. Ja, bloß ich will sind noch Deutsche. Wie sie sich jetzt alle gegenseitig dissen? Ey! Deutsch, du Bauer! Du Junge, du Boah. deutscher Ey, das Junge. erinnert mich gerade an André. Niederes Volk. Ja. Der sich nicht immer fühlt. Ey, er kann's auch, ja. Denn Hallo, was der niederes Bauer Volk. nicht kennt, das frisst er nicht. Oh, Ey, Alligator. weißt du noch gestern das Gell. Video? Nö. Hä? Video? Gestern? Hä? Was? Es gab Was? ein gestern? Deutschlands asozialste Familie. Das war gut. Krass, was denn? Was war denn Ich da? schick den Link nachher. Gut, machen das. Erklär's. Jetzt? Erklärbär. Ja, mach mal. Okay, okay, ja. Soll ich oder du? Wirklich? Ja, klärt einer mal von euch, weil dann haben wir hier Gesprächsthema. Ist doch schön. Also, ein Klassenkamerad von uns hat, Ja. also wir hatten letztens über Asoziale geredet. Keine Ahnung warum, haben wir einfach. Aus Und Langeweile einfach. da meinte er von wegen, ja, so und so, ich habe ein Video gesehen und dann hat er es mir geschickt und dann ging es halt darum, dass da war eine Familie, das waren alles Rassisten und War so. das zufällig irgendwie eine Reportage von RTL? Nee. Nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube von RTL 2. Oh, Irgendwie das sowas macht war es alles aber. besser. Und da ging es halt darum, dass das alles Rassisten waren und so. Und ja, von wegen, dann haben die halt erzählt, bla bla, auch mit Hitler und so eine Scheiße. Und dann meinte halt, waren die irgendwie, hatten die sich zum Foto aufgestellt oder so. Und dann meinte die Mutter nur zu seinem Kind so, ja, Onkel will ein Foto machen, mach mal Hitlergruß und so eine Scheiße. Oh Mann.
Und ja, das Video hat ja, sie mir dann gestern geschickt. Das ist irgendwie fehl am Platz. Oh, Yvette schafft sogar ein Ziel. Ich habe irgendwie gerade nichts bekommen. Gar nichts. Das passiert auch manchmal. Ja, du bist bei mir auch gar nicht im Ziel drin. Ich war doch schon drin. Nein, Mika. Ich war doch schon. Ah, das hatte ich auch schon. Da bin ich Erster geworden, hab gar nichts gekriegt. Das war voll zum Kotzen. Nachrüstteil, ist es gut? Ja, je nachdem, weil da kannst du das noch in der Lobby? Ich bin nicht mehr in der Lobby, nein. Ja, okay, verlassen. Verlassen? Okay. Ja. Na, Nachrüstteil ist halt so für Aussehen und so, Yvette. Also so Räder oder Tieferlegung und so. Achso, ich hatte jetzt irgendwie so Neon-Zeugs. Achso, ja, dann leuchtet dein Auto unten drunter. Ja, hab ich doch jetzt auch schon. Na, siehst du. Dann kannst du das nächste Auto aufheben. Ah, mach ich auch. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Am besten ist, wenn du irgendwas aussuchst. Ich? Ja. Weil bei dir kommen wir auch alle rein. Cool. War zumindest letztes Mal so. Fällt mir. Ja, das war mir klar. Emanzipation und so, ja. Ey, sonst, wenn ich mit Mika diskutiere oder so, ne, dann hasse ich's, wenn ich aussuchen muss. Das ist einfach so. Ja, aber jetzt, wenn andere dabei sind, musst du erstmal zeigen, dass du in der Beziehung die Hosen an hast, wa? Ne. Ich hab immer die Hosen an. Was willst du eigentlich? Du ziehst nie irgendwie mal Röcke an oder sowas? Oder Kleidchen? Hast immer Hosen an? Immer? Eigentlich schon, doch, ja. Außer, ja gut, okay, ich hatte erst einmal ein Kleid an. Traurig. Ja, einmal stimmt zwar nicht, aber das ist halt die moderne Frau, Emanzipation. Ja, und auf der Hochzeit. Ja, aber da waren wir aber nicht zusammen. Also doch, wir waren schon zusammen, aber wir hatten an dem Tag uns nicht gesehen. Ja, aber du hast. Es ging nicht darum, dass ich euch nicht gesehen habe, sondern es ging darum, dass du nie ein Kleid anhattest. Psst. Psst. Naja. Aber irgendwie muss ich das mit wer die Hose anhat, irgendwie an Gäste. Wieso hattet ihr beide keine an? Nico? Ja. Bitte keinen Namen nennen, ja. Danke. Ja. So, ich werde jetzt lass die Hosen mal an und such was aus. Ja. Okay, nicht Hosen ausziehen hier, das wollen wir nicht. Na, kommt drauf an, wenn es zu warm ist, kannst du auch ausziehen. Ist mir egal, ich sehe es ja sowieso nicht. Ah, Stoff, ja. Verdammt! Ich kann jetzt sagen, aber ich lass es mal eben. Ich hab doch schon genug zugesagt. Was? Nix. Okay. Was ich auch dumm finde, dass es immer so eine ewige Ladezeit gibt, selbst wenn man im privaten Spiel ist. Das ist das, ja, was also ich... Also, dass es so eine Ladezeit von 10 Sekunden ist und fertig. Aber... Warum müssen das dann 30 oder 40 sein? Aber andererseits müssen wir uns nicht beschweren, es ist Free-to-Play. Stimmt. Da geht das eigentlich. Für Free-to-Play ist es ein relativ gutes Spiel. Ja. Wenn man... Machst du mir dann noch Minecraft auf meinem PC? Ja, natürlich. Wirklich? Das ist ja nicht schwer. Gib mir 20 Euro, dann passt das. So? Kostet das mittlerweile 20 Euro? Ja. Oh, heftig. Oh nee, kannst du es mir auch nicht kostenlos drauf machen? Das wäre aber ja, egal. Ja, das ist aber nicht erlaubt. Pass drauf, weiß ja keiner. Oh nein! Mika, ich hatte gerade einen ganz kurzen Ruckler drin, weil ich ja nebenbei noch rendere. Ich auch, ich hatte auch einen ganz kurzen Ruckler. Ich auch. Okay, dann lag's nicht da und lag's an der Verbindung. Oh, jetzt bin ich gegen Pfeiler gefahren. Das war jetzt gerade echt fail. Und ich bin immer noch Erster. Bam! Deine Mutter schickt eine Magie. Weil ich da nicht reinfahren wollte, wo Mika reingerasselt ist. Ja, leider. Ja, ich glaube, dass... Zeit. Ich glaube, ich bin... Danke, Jonathan, das hat mir echt geholfen. Das war aber, Ivi. Das war Yvette. Steht auch noch, wer sein ist. Sowas, so ein Scheiß habe ich gar nicht mehr. Den hatte ich am Anfang mal 5 Stück von oder so. Die man halt, das war sehr hilfreich. Die man halt, ich habe so viele von denen. Ich habe davon fast gar keine, weil ich habe davon noch nie eins gewonnen. Boah, ich habe richtig viele davon, ey. Ich habe noch nie eins gewonnen. Auch von Katapult und Schwergewicht habe ich viele. Also Schwergewicht, das brauche ich immer, das verbrate ich sonst eigentlich was wie sonst was. Für eine Strecke ist das denn bitte? Das ist die C-Klasse Verfolgung. Strecke scheiße. Ach, die C-Klasse Verfolgung ist einfach. Die sind noch. Die sind nur auf Stufe 3, Mann. Jetzt fahre ich in irgendeinem Stadion. Trotzdem. Ja. Ach, ihr seid erst beim Stadion, Mann, ihr müsst mich mal. Da bist du wahrscheinlich gar nicht erst rauskommen. Bist du jetzt da durchgefahren, Mika? Ja, natürlich. Oh, du Vollidiot. Ich bin schon lange draußen. Ja, okay. Ah, die Verfolgung hier, die ist doch übel billig. Die ist auf Stufe 3, das ist für eine C-Klasse. Ja, ja, aber ich komme in keine bessere rein. Na, ich sag ja, die ist ja einfach. Es ist mir egal, bloß ich finde die Strecke ein bisschen unübersichtlich. Ich finde die voll geil. Ja, ist echt so. Weil das der Highway ist von der Most Wanted Welt und ich mag den einfach, weil du so durchheizen kannst. Ja, okay, stimmt. Da kann auch Yvette mit ihrer Heizerkarre heizen. Ja, ich bin auf 240 gerade. Krass. Also, und mit 240, da bin ich gerade mal am vierten Gang.
Beziehungsweise mit 263 bin ich im sechsten Gang und beziehungsweise Ahnung. Kurz nach 240 schaltet der hoch in fünften. Was ist Rhino? Das sind diese Rhinos. Großen. Die großen, starken. Autos? Ja. Nein, die Menschen. Naja, How Animals Eat war. Ich finde das Video so lustig. Das ist so hammergeil. Ich auch. Ich hab mir so einen abgelacht, ne? Ich lag unterm Tisch. Ja, und da hat sich das Rhino aufgesammelt. Aber das Heftigste ist, also, wie viele Abonnenten die dazu gekriegt haben. Die, bevor das Video hatten die irgendwie 200.000 oder so. Und jetzt haben die, glaube ich, 2 Mille. Ja. Das ist so ich heftig. Ja, weil es so bekannt geworden ist. Ja, weil das Video einfach so awesome ist. Ich meine, der andere Scheiß von denen ist auch ziemlich geil. Ja, stimmt. Aber das und wie ruhig die bei den Videos meistens bleiben. Ja, naja, das ist ja gerade der Effekt, der so gut ankommt. Dass sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, ne? Naja, so muss das sein. Das hat man ja auch in den Outtakes zu How Animals Eat gesehen, wie der doch ab und zu mal Outtakes? Musste. Ja, kennst du nicht? Gibt's bei Mr. Epic Man 2. Ah! Weil du alles wieder weißt, aus dem Kopf, yes. Oh, scheiße. Ja, so ein Scheiß merke ich mir immer, bei einer Schule, da habe ich mir nie was gemerkt, das ist voll schlimm. Scheiße, scheiße, scheiße. Deswegen bist du auch auf dem Gimmi, ne? Ja, ich habe zwar ein gewisses Grundwissen, also, aber jetzt, ne? Also, aber ich bin leider, ich habe zwar auch nie gelernt für die Schule, aber deshalb bin ich nicht so gut durchgekommen, wie ich es hätte machen können. Deshalb bin ich jetzt nur beschwer dich jetzt mal nicht. Ja doch, jetzt bin ich nämlich nur im Durchschnitt, sonst wäre ich überdurchschnittlich gewesen von Noten her. Echt, du bist schon ganz schön dumm, wa? Ja, ich erzähl's dir den normalen dummen kann Durchschnitt. Kann ja nicht jeder so dumm sein wie manche andere Leute. Ja, ja, stimmt, wir können nicht alle Ebert heißen. Wenn ich alle Mika heißen. Na, Mika wärst du sogar fast hängen geblieben, also öffne ich lieber mal nicht. Mein Freund, warum? Mein Zeugnis ich hab, ist besser als ich deins. Hab von einer 1 bis zu einer 5 alles auf dem Zeugnis. Siehst du. Und deshalb, du wärst auch, wärst du nicht fast hängen geblieben? Fast, letztes Halbjahr. Da sag ich ja fast, siehst du, also öffne dich mal lieber nicht. Ja, und weißt du, wer guten Einfluss bereitet hast? Hat dreimal das zu raten. Ja, du schon mal nicht. Das war klar. Bitte? Wie lange? Wer hat meinetwegen keine 5 mehr in Englisch? Hier deinetwegen. Tap. Hast du ihn abschreiben lassen? Ich hab nur mal gelernt. Nee, ich hab mit ihm gelernt. Hauptsache du lernst, ist ja voll bescheuert. Ja, das ist total anstrengend. Na, mit so einem Pipifax habe ich mich nicht abgegeben. Aber ich bin durchgekommen. Also. Ja, okay. In Deutsch lerne ich nicht, da behalte ich auch meine 5. Hallo, in Englisch bist du aber wirklich besser geworden. Frau Harms hat dich gelobt. Ich weiß. Yvette, Michael, solltet ihr euch mal beeilen. Ja, ich bin dabei. Ihr beide. Allein schon, weil von der Zeit her, na gut, also Mika schafft von der Zeit auf jeden Fall. Yvette, weiß ich nicht, ob du es schaffen könntest. Soll ich mich schnappen lassen? Ja, lass dich jetzt mal sofort schnappen. Da muss ich nicht so lange vorm Ziel warten. Aber ich bin ja eher dafür, dass Yvette das mit den Namen sagen lässt. Ja, das wäre besser. Das war doof. Nennt es einfach mal unpersönlich, eure Englischlehrerin hat ihn gelobt oder so, das wäre nämlich besser. Ja, das wäre besser. Naja, Mika, ich komme euch gerade mal. Ich kann mich schnappen lassen. Warum nicht? Warte jetzt. Weil hier gerade zu wenig sind. Sehr jetzt. Schön. Wir ganz. Okay, ich habe jetzt kurz. Das war ich habe eine Ehrenrunde vorm Ziel gedreht. Scheiße. Was denn? Mein Nagelband ist noch nicht. Meine Reifen sind noch nicht wieder aufgeladen. Yvette, bist du da? Nee, bei mir steht jetzt lädt gerade irgendwie. Ja, wie viele Sekunden noch? Bist du da? Weil sonst. Keine Ahnung, er lädt allgemein gerade irgendwie. Der spackt schon wieder. Ja, bei mir. Ja, das. Dann spackt er wirklich. Ich fahre gerade nochmal eine Runde zurück. 8 Sekunden dran. Noch. Ja, gut. Mika, warte! Warte, du Idiot! Nein! Jetzt bin ich da. Sehr schön. Yvette ist da. Alle ins Ziel. Alle tun sie Ziel. Ja, Mann. Bin Erste geworden. Mika, du bist noch nicht im Ziel. Was ist das denn für eine Scheiße? Bist du geschnappt worden? Nein. Warum bist du nicht im Ziel? Ich bin durchs Ziel gefahren und... Ich habe ja auch schon hier wieder Prestige und alles. Du erhältst Plebablo und sowas. Krass. Dann müsste ich... Ja, aber ich hab nur Silber gekriegt, kein Gold. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab auch nur Silber. Ja, haben wir, weil Mika irgendwie bei uns nicht angekommen ist. Ja, Mika, vielleicht schmeißen wir die nochmal kurz aus der Gruppe raus oder so. Nee, ja, ich glaube, das reicht nicht. Also, es würde höchstens was bringen, schätze ich, wenn überhaupt. Wenn du das Spiel neu startest, aber das kannst du auch bleiben lassen. Das wäre irgendwie doof. Ach, wenn ich nichts gewinne, ist mir egal. Na, ich dachte, du hast das Spiel, weil ich Spaß dran hab. Ja, natürlich. Nein, ich dachte, du hast gerade was gekriegt. Oder? Nee, ich hab nichts gekriegt. Ach so. Ja, dann würde ich an deiner Stelle mal das Spiel nochmal kurz neu starten, oder nicht? Nö, heißt. Oder du gehst mal kurz ins Menü und machst mal kurz auf Fahrer wechseln. Und dann meldest dich nochmal kurz neu an. Da musst du auch die Aufnahme nicht unterbrechen. Ich geh jetzt, nach Hause? Hause? Oder nee, du machst mal Escape. Oder? Ach, weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Oh, doch, zum Unterschlupf und dann.
kannst du doch... wenn ich jetzt auf Escape... Nee, geh mal Unterschlupf und Fahrer wechseln. Warte mal, ich drücke jetzt auf H. Und dann Fahrer wechseln einfach mal. Und wenn dich einfach nochmal neu anmeldest oder so, vielleicht klappt's dann. Da, Fahrer wechseln. So. Fahrer auswählen. Warte mal, der nimmt doch weiter auf, wenn ich das Spiel kurz minimiere, oder? Könnte. Ich probier's einfach aus. So, Leute, da sind wir wieder. Ach, Mika, halt die Fresse. Ja, danke. Nachdem ich das Spiel leider gerade beenden musste, sind wir jetzt wieder da. Nachdem er jetzt irgendwie nach 5 Minuten wieder da ist. Ach, halt die Fresse. Halt die Fresse! Halt die Fresse, Junge! Jetzt muss ich Spiel noch mal kurz laden. Hat kurz einmal... Ja, wir sind nett. Wir sind kleine Kinder. Halt die Fresse! Kennt ihr das nicht von AgroTV? Weil das immer irgendwelche Rapper dazu holen, die dann halt die Fresse machen? Nee, ich kenne nur von Mika seine ganzen... hast du nicht gesehen hier? Ohne Spaß! Keine Ganz Ahnung. Ganz im Ernst, ey. Ja, genau. Ohne Witz jetzt. Genau. Ohne Witz jetzt im Ernst, Mann. Das hat gerade bei mir gegangen. Und das, obwohl ich Camtasia gerade beendet hatte. Das ist nicht gut, Jonathan. Das liegt am Internet, das schätze ich eher. Das wird nicht am PC liegen, sondern eher am Internet. Ja, das glaube ich auch. Also hier ruckelt. Bei dem Spiel auf jeden Fall, ja. Das Spiel ruckelt manchmal nur wegen dem Internet. Ladet mich mal wieder in eine Gruppe ein, bitte. Ich bin in gar keiner Gruppe drin, ne? Ich auch nicht. Ich mache mal eine Gruppe nicht. Auf. Gut, machen wir eine Gruppe auf. Gemeinschaft. In Zugruppe einladen und Zugruppe einladen. Annehmen. Kommt in meine Gruppe. Kleine Kinder. Ja, Kumana. Sagt der Jüngste von uns allen. Ja. Yeah. Ach was. So, ich mache da mal ein Event, wa? Tue dem. Hoffentlich klappert's diesmal. Ich nehme mal... Nehmen wir das so. Ich werde wahrscheinlich wieder nicht eingeladen. Achso, warte mal, ist das hier nicht ein. Ist egal. Nee, für zwei Leute ein Sprint. Achso, es gibt keine Sprints für zwei Leute. Nicht? Es gibt nur Drags für weniger. Achso, ja, okay, Gruppe einladen. Nur zwei Leute. Ja, ja. Also, soweit ich das weiß, gibt's für Sprints. Warte mal. Ja gut, an den kann ich jetzt sowieso nicht rein, weil es ja der B-Klasse ist. B-Klasse-Event, ja, nur zwei Spielern, Mika, das wäre doch voll Arschlos. Ich kann nicht. Kommen immer zwei Leute. Ja. Aber Mika muss. Dann muss ich wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Aber Mika muss mal überlegen. Warte noch nicht. Bei mir lädt's gerade. Bei mir lädt. Nee, muss eh gerade was gucken. Na gut. Aber Mika muss mal überlegen, beim B-Klasse-Event, wenn da nur zwei Leute teilnehmen könnten, das wäre doch voll bescheuert, weil dann hast du es ja übel leicht gewonnen. Ja, stimmt. Dann gibt's ja nur Sieg oder Niederlage. Ja, ist echt so. Ach man, ich will das Spiel nicht mit Controller spielen, ey. Hä, wieso spielst du mit Controller? Nein, ich will. Hat sich zwar gerade echt nach noch nicht angehört, aber ja, du willst. Ja, eben. Das hat sich für mich gerade noch nicht angehört, ne? Ja, hat sich auch für mich angehört, aber ich wusste ja, was Mika sagen will, weil sich schon öfter darüber beschwert hat. Ja, das stört mich echt. Na, hol dir einen. Oder mit Lenkrad oder so. Und es liegt einfach daran, dass dein PC das Gamepad nicht erkennt, oder was? Doch, der PC erkennt das, bloß das Spiel erkennt das nicht. Und ich habe immer ausprobiert, irgendwie mit X-Padder, aber es funktioniert irgendwie auch nicht. Obwohl ja extra noch manchmal in dem Ladebildschirm steht, dass du mit Pads spielen kannst. Ja, ich will mal ein bisschen nachlesen, mit welchen Pads es gehen soll. Solltest du mal nachlesen. Wahrscheinlich gibt es extra Need for Speed Pads. Ja, extra für Need for Speed hergestellt. Kosten 50 Euro, aber ist egal. Ja, dann, nee, eben, sind wahrscheinlich ganz normale Billig-Pads, die du sonst für einen Euro kriegst oder so. Ja, also von Hammer oder so, für 10 Euro. Ja, da haben sie halt nur irgendwas ganz Kleines geändert dran, damit sie das neu machen können für 50 Euro. Da haben sie einen ganz kleinen Lötpunkt aufgelötet mit so einem kleinen Sensor, dass es ja, sowas ein NFS-Controller ist. Ja, genau. Haben noch ein kleines Logo hinten drauf geklebt und fertig. Ja, so in etwa dachte ich das gerade. Na egal, Yvette, wie weit bist du? Ja, hier. Ich, soll ich euch einladen? Ja, ja. Bitte. Was denn? Irgendwas. Sprint. Irgendwas, was Spaß macht. Ein anderes Spiel. Dir macht doch eh alles Spaß. Wem? Mika, ja. Mika ist ein lebensfreudiger Mensch. Annehmen. Also ich glaub, er ist leicht zufriedenzustellen. Das kann man jetzt auch wieder falsch verstehen. Das kann man falsch verstehen. Müsst ihr aber nicht falsch verstehen. Aber wenn ich das will? Dann ist es ja dein Problem. Ich glaube, ich werde jetzt mal ein neues Spiel Let's Playen. Ja, ich habe jetzt schon... Denn? Will er noch nicht verraten. Will ich nicht verraten. Ah, ich habe jetzt schon insgesamt... Na gut, ich habe von dem einen Spiel habe ich nur mal kurz drei Videos gemacht.
aber mit dir mitgerechnet habe ich Minecraft, Carbon, Most Wanted, Ducati World und dann das andere. Und das hier mit World habe ich dann schon 6 Spiele. Also mit World habe ich 3. Halt Minecraft, Battlefield und das hier. Und mein nächstes wird ein Vollpreisprodukt, sag ich jetzt mal. Ich habe bisher... Naja, Minecraft ist ja auch ein Vollpreisprodukt. Ja, okay. Obwohl wir es damals noch für billiger gekriegt haben. Ja, nee, ich hab's auch schon für 20 Euro bezahlt. Echt? Ja, ich hab das, ich glaube, 5 Tage zu spät gekauft nach Minecraft. Das ist natürlich traurig. Wieso ist es eigentlich so teuer? So teuer, Mann, das ist immer noch richtig. Also wieso kostet das Geld, meine ich? Ja, weil die alle damit Geld verdienen wollen. Das ist immerhin ihr Job quasi. Es ist ein ganz normales Game, was gibt's halt nur nicht auf CD. Aber stell dir mal vor, bei Steam, da kosten die ganzen Spiele auch Geld, oder die meisten zumindest. Die gibt's zwar extra noch meistens auf CD, aber es gibt auch bestimmt genug Spieler, die da nur online kaufen kannst. Mika kauft sich auch immer Spiele auf Steam. Ja, siehst du. Ich habe mir jetzt endlich auch mal Steam angeschafft, aber es lohnt sich bei mir nicht, weil mein Internet so scheiße lahm ist. Ich habe mir mal probeweise ein Free-to-Play-Spiel runterladen wollen. Und ich habe für 33% sage und schreibe 18, 19 Stunden gebraucht. Jo. Und da habe ich dann aufgehört. Vor allem beim Download schon, ja. Ich fühle mich... Sag mal, wie schlecht ist dein Internet? Ja, weiß ich nicht. Das ist eben scheiße. Das Einzige, was mich stört, ich fühle mich von Steam ein bisschen verarscht bei der Downloadgeschwindigkeit. Ja, ich auch. Also ich glaube, die wird an sich noch gedrosselt, ja. Ich habe eine 16.000er Leitung und ich kann laden mit 1 MB die Sekunde. Nein, ich meine an sich auch hier, Need for Speed World hat bei mir jetzt 2,5 Stunden gedauert. Und selbst wenn das Spiel 4 GB groß ist oder so, dann sollte das nicht länger als 5, 6 Stunden. Aber du hast ja gesagt... Du hast ja selber gesagt, das kann 16.000 sein, muss ja aber nicht. Ja, aber Mika, also ich hab 16.000. Ich hab's ja dasselbe gemacht wie du heute. Wie bei dir woran heute. Liegt das, dass es uns nur 25.000 sind? Weil du wahrscheinlich nur dafür freigeschaltet ist. Du hast einen Vertrag aufgesetzt, aber du kannst sie halt freischalten lassen für bestimmte Bereiche. Wahrscheinlich hat mein Opa mit 50.000 oder so. Nee. Aber die Leitung gibt einfach nur so viel her, weil die sich von, ich sag jetzt mal, wo ihr seid, keine Ahnung, Telekom oder so, sagen sich, für dieses Gebiet nehmen wir halt weniger Internet. Und das ich glaube, EWE oder so. Ja, was auch immer. Halt nur, das war gerade nur ein Beispielkonzern. Im Vertrag steht halt, ihr könnt bis zu 50.000, aber es muss nicht. Okay. Ey, vor allem, weißt du was, Mika, wir haben ja gerade gelabert. Ich schaff's nicht mehr. Ich hab gar nicht gemerkt, dass wir ein Rennen fahren. Hab gerade nur gelabert und wusste gar nicht, dass ich Auto fahre. Ja, einfach nur so nebenbei gefahren, ne? Ja, ich hab schon wieder kein Geld. Und das ist irgendwie voll komisch, du musst das Spiel neu starten, Mika. Ich will aber nicht. Du musst aber. Sonst lohnt sich das ja gar nicht. Das ist mir doch egal. Ja, dann fahren wir halt so weit, das ist auch nicht mein Problem. Ich hab was zum Verkaufen. Also ich bin kurz im Unterschied. Kann man das sehen? Was zum Verkaufen? Hm? Ich hab einfach ein Teil gewonnen, was ich nicht brauche, das verkaufe ich. Ach so. Ich dachte, es wird angezeigt oder so. Ne. Also aber ich muss noch so viel lernen. Man sieht, dass das Spiel keine Bugs hat oder so, deswegen kriege ich jetzt auch immer wieder Geld und Prestige. Aber ich habe keine Lust, das Spiel neu zu starten, deswegen ist mir das auch völlig egal. Einfach, weil mir das Spiel Spaß macht. Und vorhin sagst du noch, ne, wir spielen das ja nicht aus Spaß. Hä? Ich fahre jetzt mal mit einem Wagen, der nicht so viel besser ist als Mikas. Wir spielen hier aus dem puren Ernst. Genau deshalb. Berkel. Also im Singleplayer würde ich niemals rösten, ist euch aber... Ist das nicht peinlich, sagt man? Ich wollte gerade sagen, im Singleplayer würde ich das, also allein würde ich das nicht machen, aber so geht das. Ja, unter Freunden schon, ja. Allein schon, weil ihr euch so schön aufregt, beziehungsweise ihr wett. Das reicht mir schon. Das macht doch... Ich find's ekelhaft. Ja, genau. Aber du hast doch auch mal so heftig gerupst, das hat mir Mika doch alles erzählt. Hallo? Ja, sag bloß, Mädchen rülpst nie. Warum rülpset und furztet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmecket? Hast du nicht die weisen Worte Luthers gemerkt? Das sagt meine Mutter jedes Mal, wenn ich mich drüber aufrege, wenn Mika irgendwie... Naja, Luther war ein weiser Mann, der hat die Reformation gebracht, also. Bist du sehr gläubig? Nö, ich bin zwar getauft, aber mir geht das am Arsch vorbei. Also, ich bin getauft, konfirmiert und ich fühle mich als Atheist. Ich bin auch Atheist, also ich meine... Geht mir genauso. Ich bin ich halt hab's nur, zwar, ich hab halt nur Konfi und... Also ich hatte auch Konfi-Unterricht, aber da habe ich immer nur drauf gewartet, dass es Essen gab. Das haben wir vorhin, wir hatten immer von 9 bis 12 oder so, haben da irgendwas gemacht, wir haben meistens irgendwas gebastelt oder so, hat ganz viel Spaß gemacht. Wir haben uns gegenseitig immer so fertig gemacht, das war immer voll lustig. Und dann gab's halt immer irgendwann zwischendurch Frühstück, da hab ich mich immer so reingehauen, das war so geil. Also ich hab's einfach nur gemacht wegen dem Geld. Ich hab's einfach gemacht, weil Konfi oder Jugendweihe war mir sowas von egal und da ich nur getauft war, dann halt eben Konfi. Stellst dich halt mal kurz vorne da an den Altar, sagst einen kurzen Spruch auch und das war's. Der Spruch wurde uns sogar vorgelesen. Ja, bei uns auch.
Nee, also ich mir durfte uns selber einen aussuchen. Ich habe den kürzesten gefunden, genommen, den ich gefunden habe. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das war alles, was ich sagen musste. Oh, das ist der Allereinfachste, ne? Eben. Den hatte auch schon meine Schwester, den hatte auch schon ein Cousin von mir. War schon lustig. So, wie sieht's aus jetzt mit dem Event? Ja, mach doch mal. Ich mach eins. Oh, Event, mach eins, Event, mach du eins. Ja, was denn? Irgendwas. Mach mal einen Rundenkurs. Hatten wir auch noch nicht. Eben. Annehmen. Annehmen. Na, guck, jetzt habe ich extra mal einen Wagen genommen, der auch nur ein B-Klasse-Wagen ist. Da geht das ja. Auch nur? Da müssen wir mal gucken. Weil ich habe ja nicht auch nur C oder so. Ach, du hast jetzt den B-Klasse-Wagen genommen, den Pontiac. Ja. Weil ich hatte einfach mal irgendwann Bock, den aufzutun. Weil als er noch D-Klasse war. Sets hier mit 3-4 Sternteilen. Ja. So, aber ich habe mal gesehen, der Mazda hat im Endeffekt auf gleichen, also in etwa auf gleichen Werten, hat er mehr Beschleunigung, aber weniger Höchstgeschwindigkeit. Und mehr Handling hat er auch. Also wenn du aufpumpst, dann wirst du von der Beschleunigung noch besser. Als ja, ich brauche halt 4 Sternteile. Ja, die das reichen auch gute 3 Sterne. Und an sich, ich glaube, den Mazda kannst du auch mehr ausbauen, als den hier allein schon, weil du 100.000 mehr gekostet hat. Und der halt vom Standard her bessere Werte hat, soweit ich das weiß. Aber der Pontiac reicht mir aus, weil der cool ist. Hallo, lässt es mal bitte. Kannst du mal bitte aufhören? Ich habe sogar bitte gesagt. Bitte? Was bitte? Oh, ey, ich sag nie bitte. Da widersprichst du gerade deine Aussage von vorhin. Wenn du sagst, du sprichst eigentlich, du sagst eigentlich nie bitte, dann hätte es gepasst, aber wenn du sagst, du sagst nie bitte, dann passt das nicht. Weil dann hättest du in dem Fall nicht bitte gesagt. Egal. Beziehungsweise hättest du dann was anderes gemeint. Na, hat keiner gehört. Hä? Nix. Was? Alles gut. Hab ich zugehört. Alles safe, alles safe. Ich hab so viele Schilder. Ich auch, ich hab 245. Oh. Wie viel hast du? 30? Nee, 53. Ist das dieses komische Auto mit so zwei Kreisen, Halbkreisen? Jo. Ja, davon habe ich 41. Und von diesen noch mehr Runden habe ich schon 299 oder so. Weil ich das noch nie benutzt habe. Nee, da habe ich 50 von. Vor allem das Heftigste ist, du kriegst ja auch immer für bestimmte Achievements kriegst du ja auch mal 50 mal Nitro oder sowas alles. Oder 50 Katapulte und so habe ich alles schon gekriegt. Ja. Und die sind bei mir alle schon wieder leer gewesen. Ja, Nitro und Katapult, das ist immer sehr schnell leer. Und wer ist jetzt denn? Nullfallmanöver. Ja gut, naja. Das ist auch stimmt eigentlich, ja. Schnell leer. Das nehme ich meistens bei der Teamverfolgung, wenn ich es mit drin habe, weil ich die Team-Dings jetzt gar nicht mit drin habe. Aber was heftig war, ich hatte irgendwann mal vor, naja, jetzt sowieso wie lange her, dass ich auch gespielt hatte und so, aber da hatte ich ja auch irgendwie über 200 Verkehrsmagneten und die sind jetzt auch schon wieder auf 16 runter. Ich habe null Verkehrsmagneten. Aber da habe ich noch das Achievement mit den 2500 Power-Ups benutzen genommen. Und ja, jetzt ist natürlich wieder weg. Aber ich weiß noch genau, als ich das dann hatte, habe ich da trotzdem noch immer weiter gezockt. Und das war so heftig, wie man sich daran gewöhnt hat, einfach immer gleich ein Power-Up reinzuhauen, egal was für eins. Sich gleich immer wieder übel viel verbraucht. Und jetzt benutze ich wieder gar keins. Ja, das ist leider das Problem. Wenn man dann irgendwie auf diesem, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen Power-Up-Sucht ist, dann... Das ist ja aber weiter. Ist eigentlich geil, weil ich brauche die Dinger sonst sowieso nicht. Aber vor allem das Geilste, ich habe heute in der Aufnahme, in allen Aufnahmen heute noch kein einziges Power-Up benutzt. Ha. Echt? Ja. Also. Was ist heute noch aufgenommen? Was? Nein, ich meine jetzt in allen. Achso. Ja. NFS World. Ja. Doch, ich schon. Ja, du hast zweimal Verkehrsmagnet benutzt auf jeden Fall. Ansonsten weiß ich mindestens nicht. Mindestens. Und noch ein bisschen Nitro und noch sowas. Ja. Na gut, also ich werde jetzt vielleicht, wenn du wieder Verkehrsmagneten einsetzt, ich habe jetzt extra meine Schilder eingepackt, da kannst du mir jetzt nichts mehr. Und vielleicht noch, was bei mir auch übel schnell weg ist, ist dieses Bereit. Ich habe mir nämlich angewöhnt, immer sobald ich ein Power-Up einsetze, das direkt hinterher zu schieben. Nee, das habe ich nur 50 Mal. Das ist aber gut, das kann man immer gebrauchen. Boah, Alter, ich finde diese Strecke so langweilig. Ja, das kannst du nämlich, wenn du einmal Nitro genommen hast, machst du das rein, dann kannst du sofort wieder Nitro nehmen. Ne? Mika, da es so langweilig ist, bin ich jetzt schon im Ziel. Ja, ich bin auch gleich im Ziel. Das siehst du. Ich noch nicht. Das ist ja gemein. Ich finde die Strecke so mega langweilig. Ich muss doch nicht mehr irgendwie bremsen oder sowas. Ah, ich auch nicht. Weil unsere Wagen allgemein so langsam sind. Ich dachte, hättest du hier einen A-Klasse-Wagen durchgeprängelt. Mika, muss das sein? Ja, ich sehe es auf der Karte. Ich schaff's, glaube ich, nicht mehr ins Ziel. Ach, Mika, und du wirst ja wieder nicht angezeigt. Das ist so stumm. Mann, starte das Spiel doch einmal kurz neu.
Nö. Ist ja auch nicht selten in der Welt. Irgendwer hat ein seltenes Teil gewonnen. Mika, hast du ein seltenes Teil gewonnen? Nein. Hättest du aber. Ja, okay, ich starte eben neu. Also bis gleich. Was ist Radar? Das ist so ein Skill-Mod, oder? Naja, wenn du mit mal drauf gehst mit dem Mauszeiger, dann siehst du, was das ist. Ich weiß mit World. Ja, sehr schön. Aber mir ist mal aufgefallen, es ist immer schon vorher bestimmt, was du von den Karten kriegst. Es ist egal, welche du nimmst, du kriegst immer das, was du kriegst. Also egal, welche Karte du genommen hättest. Ist mir mal aufgefallen, als ich Geld gekriegt hatte. Und zwar kriegt man dann ja immer zweimal Dennis Achievement für das Geld sammeln. Wenn man einmal so Geld vom Rennen verdient und einmal halt Geld verdient, weil man das nochmal als so Prämienkarte gewonnen hat. Und ich habe extra schon mal gewartet, bevor ich die Prämienkarte ausgewählt habe, kam schon das zweite Mal, dass ich den Geld verdient. Also ist es schon prädestiniert, was du bei diesen Karten kriegst. Das kann ich mir vorstellen. Ne, deshalb war ja auch schon so oft, Freunde hatten ein seltenes Teil gewonnen und dann, als wir zusammen gespielt haben, dann haben wir es erst danach gewusst. Deshalb. So, und da bin ich wieder. Sehr schön. Einen Moment, ich muss mich einen Fenster zu machen. Jo, mache das. Also jetzt bin ich erstmal mit Ladebildschirm. Ladebildschirm. Bildschirm. Hier unten steht auch 2010 Electronic Arts. Oh, dein Minecraft-Bild ist gerade runtergefallen. Dein was? Er hat mir so ein Bild geschenkt, da hat er mir Minecraft was gebaut. Und das hat er mir jetzt Bild ausgedruckt und das hab ich. Also hat es halt mich auf meinen Fensterbank gestellt und es ist gerade runtergefallen. Krass, da hat gerade ein Zeppelin vorbeigeflogen. Und was ist auf dem Bild drauf? So genau? Das soll ja. Was Schönes. Ein Penis, ein ganz großer. Wollte ich gerade sagen, bist so das könnte ich mir vorstellen. Nee, was ganz Schönes. Das ist jetzt die Frage, was du selber als schön erachtest. Das ist ja wieder ein subjektiver Begriff. Ja, ein Penis. Ja, Mika, dass du einen Penis schon findest, ist klar, weil du schwul bist. Warte. Nur der fickt ist nicht schwul, nur der gefickt wird. Ja, das sagen sich die im Knast vielleicht, aber das stimmt nicht. Das, na. Also Mika, du wärst ein richtiger Knastbruder, ich weiß, aber trotzdem. Ist schwul, bleibt schwul. Mika denkt ja auch, dass Frauen auf Schule stehen. Ja, hallo? Das muss ich aber sagen, meine, na gut, nicht stehen, aber die haben gern schwule beste Freunde. Warum weil, eigentlich? Na, meine Schwester hatte mal einen schwulen Kumpel aus Halle oder so. Und die meinte halt, der ist super nett und so, weil die, keine Ahnung. Vielleicht empfinden die Mädchen das so, wenn sie wissen, der ist hetero, dann denken sie, der will sie mit jedem Spruch angraben, auch wenn das einfach nur so ein lockeres Geplaudere ist. Ich weiß nicht, wie das bei den Mädchen läuft so. Also ich denke nicht so. Ja, das ist schon mal gut, aber du hast ja auch keinen schwulen besten Freund. Woher willst du das wissen? Weil du gerade gesagt hast, warum sollte man das immer brauchen? Ich meine, ja, wenn du hättest, würde ich so eine dumme Frage stellen. Ach. Nee, ich habe auch keinen schwulen besten Freund. Sag ich ja. Ich habe einen. Mit dem Skype, mit dem bin ich gerade Test. Ach, du hörst dich selber? Mein bester Freund hat auch eine Freundin. Verdammt, gekontert, ey. Mann, ja. Und das, obwohl es eigentlich nur ein Standardspruch war. So, Mika, bist du wieder dabei? Irgendwie ruckelt das gerade bei mir. Ja, weiß ich nicht. Zwischendurch. Na, war bei mir, als ich eben neu gestartet hatte, auch kurz so, dass ich so 3-4 Mal kurz einen kleinen Ruckler drin hatte. Ne, das ist irgendwie ein bisschen viel. Dann setzt die Priorität vom Spiel höher. Aber es ist minimieren. Ja. Du nimmst doch gerade noch nicht auf, oder? Doch. Dann stoppst die Aufnahme und machst gleich nochmal einen Neuanfang. Dann noch einen kurzen Cut. Oder du machst das Stück jetzt gleich komplett weg. Nee, warum? Warum willst du nochmal? Ach, na gut, ich meine, wenn du sowieso alles zusammenschneidest. Okay. Also, wenn du alles zusammen aufgenommen hast, meine ich, weil bei mir war es ja immer so, wenn ich mal Tonspur und alles extra hatte, dann war voll kacke, ne? Aber das Problem ist halt nur, ich. Die Tonqualität nimmt natürlich bei mir dann ab, wenn ich direkt mit Traps aufnehme, weil ich dann nicht nachbearbeiten kann. Oder ich muss mal gucken, ob ich irgendwie die Tonspuren noch von der Audio, von der Videospur trennen kann, dann kann ich das nochmal mit Dings nachbearbeiten. So, also, und da bin ich wieder. Das ist natürlich besser, als wenn es asynchron sind. Ist, glaube ich, aber weiß ich nicht. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ich finde es extrem krass, dass ich aufnehme und meine CPU gerade mal bei 60% Auslastung ist. Ja, ich sehe das ja nicht.
Aber Mika, ich kann ja sagen, dass meine CPU beim Rennen immer so zwischen 60 und 80 schwankt. Weil es vorher also meine liegt so durchschnittlich bei 80. Na, meine eben durchschnittlich dann bei 70. Zwischen 60 und 80 ist immer so eine Schwankung. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei längeren Folgen anders ist oder so, aber... Ich meine, ich habe jetzt für eine Dreiviertelstunde Folge eine halbe Stunde Rennen gebraucht, das war auch schon geil. Nicht mal eine halbe Stunde Rennen. Du brauchst weniger Zeit zum Rennen, als die Folge lang ist. Ist geil, oder? Na, ich habe doch... Ich frage mich, du, mit welchem Comtesia machst du es? Mit 8 oder mit 7? 8. Ich glaube, müssen wir auch mal 8 installieren. Hast du nicht? Ja. Ich habe 7. Bei mir hat sich gerade von selbst das Schwergewicht aktiviert. Denn, ich habe das Problem. Ich brauche meine... Die Auslastung ist noch nicht mal ganz hoch. Und trotzdem braucht er doppelt so lange zum Rennen als für das ja. Als ja, aber, das Video lang ist. Ne, ich hab ne für das 42 Minuten Video ich's gar nicht lang gebraucht, aber ich meine, das war nur wirklich auch ziemlich komprimiert schon. Das war ja nur 42 GB groß, also 43 irgendwas. Und das für eine Dreiviertelstunde, das wo sie sonst normaler, obwohl das passt eigentlich sogar recht gut. Ja, aber bloß ich find's ich find's ziemlich komisch, dass das jetzt so ich sag jetzt mal bei dir so schnell geht und ich bei hab mir Octa-Core. Ja, aber bei mir habe ich immer noch diesen Platz nach oben hin und trotzdem geht's langsam. Ja. Na, vielleicht, weil deine CPUs an sich nicht so ganz so schnell berechnen wie meine. Ja, wie viel Cache hat deine CPU? Weiß ich gar nicht. Aber das wurde doch da bei dem Leistungstesting wurde das doch angezeigt. Ich meine, dein war zwar nicht viel schlechter, aber ich glaube 0,2 war dein schlechter oder so. Kein Unterschied ausmachen. Mein liegt bei 7,4. Okay, ich hab 7,7. Ja. Ja, okay, so 0,3, das sind das wahrscheinlich die 4 Kerne könnte... auch, ne? Und du hast ja 400 Megahertz. Nein, das wird ja. Ja, das ist es eben. Die 400 Megahertz werden den Unterschied ausmachen. Nicht die, ja, okay, die und du Kernanzahl, hast, du, sondern die Dings ist, weil dieses Leistungsding wurde ja danach erstellt, wie schnell so ein Kern berechnet. Nicht wie alle zusammen insgesamt berechnen. Ja, stimmt. Also demnach liegt es wahrscheinlich daran, dass ich halt die 400 Gigahertz, Megahertz mehr habe. Gigahertz. Oh, wenn ich 400 Gigahertz mehr hätte, das wäre geil. Yo! Hol dir mal einen 400 GHz Prozessor, Alter, da was du da für einen Stromverbrauch haben musst. Ich glaube, wir sollten mal wieder ranfahren. Ja, ich bin dabei. Warte, ich muss in eine Gruppe einladen, Mika. Ach, stimmt. Da aber war was... doch noch ein Fehler. Ich wusste ja nicht, dass du schon da warst. Du hast ja ewig gelabert und dann nichts mehr gesagt. So, Yvette, lag du mal ein. Ja. Was? Oh, machen wir wieder einen Sprint. Ich werde mir auch noch irgendwann wieder einen richtig guten PC zulegen, aber ich bin eher so für dieses Selbstgebastelte. Ich habe ihn quasi selbst gebastelt, ich habe bei One gesagt, ich will das haben. Toll. Na außerdem, Mika, wenn du 18 bist, dann wirst du anders. Nein. 16 schaffe ich das auch schon. Na aber eben, im Endeffekt, wenn ich mir die Teile einzeln gekauft hätte, hätte ich wieder mehr bezahlt. Also bei One habe ich schon ein bisschen Rabatt gehabt und ich habe wenigstens eine kleine Auswahlmöglichkeit gehabt. Ja, okay, du hast ja auch ein größeres Gehäuse geholt, oder? Nö, das Gehäuse habe ich gleich gelassen. Ja? Ja. Aber das Board da drin ist extrem klein, oder? Das kann sein, das Board habe ich nicht geändert. Ich finde, das Board sieht extrem klein aus auf dem Foto, was du mir geschickt hast. Ja, das kann echt sein, ja. Vielleicht ist es auch einfach unverhältnismäßig, vielleicht ist der PC auch irgendwie 3 Meter groß oder so. Du musst mir mal genauere Fotos davon schicken. Und ich habe mein Zimmer halt so angepasst, dass es auch so 5-6 Meter hoch ist, damit das nicht auffällt. Mika, du warst eigentlich bei ihm, ne? Nein. Nee, ich will doch nicht zu ihm gehen. Warum nicht? Deine Eltern? Na, hat sich alles schon erledigt. Oh, wie nett. Ach, warum? Ich hab die ein paar Mal dummgelöffelt, dann ging das. Ja? Abgesehen davon bin ich jetzt sowieso 18, da ist das auch egal. Ja, Jonathan, ich komm her. Hast ja, du kannst vor, machen. Auszuziehen? Natürlich, wenn ich studiere, werde ich umziehen. Vorzugsweise ja, nach Leipzig, wenn ich da meinen Studiumplatz kriege, dann ja. Ja, du machst dann wahrscheinlich auch hier Studioparty, wa? Studiumsparty. Studentenpartys gehören dazu, Mann. Die... Ja. Was meinst du, warum ich studieren will? Ja, so eine 20 Quadratmeter Bude und dann so 20 Leute rein. Yay. Sag 20, 100. Studenten wenig Geld haben. Ja, das stimmt. Die haben zwar wenig Geld, deshalb. Aber Geld es gibt auch billigen Alkohol. Hier eben auch ein Kumpel von mir, der hat schon letztes Jahr angefangen in Leipzig. Und das haben wir auch gemerkt. Der war Männertag da und der hat sich echt den billigsten Wein ausgesucht. Ja, weil, ne, Studenten zu sein. Naja, eben. Und, naja, Alkohol, ja. Das war wie Mikas Papa heute. Hä? Ja, wie er von Urlaub gelabert hat oder so. Wegen Geld oder so, weißt du? Hast du die mitbekommen? Hab ich zugehört? Mika hört doch nie bei seinen Eltern zu, wollte ich gerade sagen. Warum sollte ich? Das ergibt keinen Sinn. Ah, siehst du, Mika, da ich jetzt eine Schicht am Wagen habe, kommst du schon besser hinterher, ne? Achso, ja, da finde ich das ja gut, dass dein Vater mir Sachen versprochen hat, von denen du noch nichts weißt. Okay. Hä?
Ja, alles gut. Was? Willst du denn hier merken? Also, ich muss mal sagen, hier, der B-Klasse-Wagen hat mich glatte 6 Sekunden gekostet. Jetzt war, das, war ich in dem Rennen 6 Sekunden langsamer als vorhin. So, jetzt, oh, jetzt habe ich sogar eine Medaille und, Ja, ich sag doch. Bist jetzt sogar Punkte. Alter Schwede. Krasser Scheiß. Geht denn da ab, ey? Und die Wirtschaft auch noch ins Ziel. Ja, natürlich. Ja, das, das würde ich jetzt lieber nicht sagen. Jonathan, bist du noch in der Lobby? Nein. Na, verlassen. Erstens, weil ich immer... Oh, Nitro gewonnen, yay. Ich warte erst immer noch ein bisschen in der... nach dem Rennen die Lobby. Warte, bis die anderen im Ziel sind und dann ist die Zeit sowieso schon fast wieder rum, um neu zu joinen. Yeah, Geld! Yeah, Mann, ich will kein Geld, ich brauche Geld. Also ich habe fast 250.000. Ich habe 1,6 Millionen knapp. Ich fast 700.000. Ich brauche mal 1,8. Oder 2. Der Lexus ist nicht so geil, hol dir. Hol dir entweder den Aston Martin DBS, obwohl der Vantage ist im Endeffekt wahrscheinlich besser als der DBS, außer dass das Handling halt schlechter ist. Oder hol dir den Lamborghini, der ist einfach awesome. Da muss man gucken, ne? Ja. Da muss ich mal gucken. Das glaube ich sowieso. Im Endeffekt, jetzt von den Achievements her, du kriegst ja, wenn du einen Aston Martin und einen Lamborghini kaufst, jeweils irgendein 3-Sterne-Leistungszeichen. Ich weiß nicht genau welches, aber danach habe ich es auch ausgerechnet, welche Autos ich mir kaufe. So, neues Rennen, neues Glück. Ja, mach mal eins. Nein, Yvette muss machen. Okay. Nein, weiß nicht, ob es jetzt vielleicht klappt. Ah, ich will mal gucken, ob's klappt. Soll ich machen? Achso. Ja, ja, Mika, mal, Mika will machen. Ich will machen. Mache Eier. Keine Eier. Ah nee, ich habe schon weitaus über 700.000. Stimmt, 700.000. Ja, hier geht sogar. 700.000 wie viel? 702.000. Weitaus mehr über 700.000. Yay. Yeah. Hallo, es sind 2.000. In Relation gesehen ist das nicht weitaus mehr. 2.000 Zahler, die mein Freund heute... Egal. Nicht hat. Gestern. Hm? Oder heute? Gestern, heute? Heute Morgen in meinem Pool ausgegeben hat. Das heißt, sage ich lieber nichts. Die tippt da drauf rum. Was mache ich? Geh ins Menü, auf den Shop. Tap, tap. Warum hast du das getan? Ich hatte fast 10.000. Ich hab so Sachen ausprobiert, ne? Und dann meinte ich so, ja, gib mal her, ne? Und dann meinte ich so, nein. Und dann hab ich es ihm gegeben. Und dann, was macht der? Kauft er irgendwelche unnötigen Sachen? Nein, ich hatte keinen perfekten Start. Ich auch nicht. Ich hab's nur freigeschaltet. Ha. Und das auch noch für 2.000 Geld. Oh. Puh. Aber trotzdem, in Relation gesehen, ist in diesem Spiel zu dem Betrag, den du gerade hast, ist das nicht viel mehr. Nee. Stimmt. Wenn du jetzt hättest, keine Ahnung, das irgendwie 10.000 und 12.000, dann wäre es schon mehr gewesen. Wenn du nochmal ein Fünftel drauf gehabt hättest, aber so, ja. Mann, das, was ich machen wollte, funktioniert nicht. Ja, du wolltest nicht wegrammen, wa? Nein. Du hast auch versucht, mich zu rammen. Nein. Aber ich habe den Weg geschnitten. Ich habe nur versucht, dich von der Straße zu schieben. Ich habe versucht, dich zu schneiden. Bam! Alter, du Arsch! Ja, von wegen, Mika ist ein Gentleman, ja. Er ist überhaupt nicht Gentleman-like, gerade. Motherfucker Gentleman. Wäre jetzt unnötig, Jonathan. Ja, aber ich hab gerade an das Lied gedacht, weil das einfach scheiße ist. Weil das einfach Gangnam Style 2.0 ist und irgendwie übel lame. Ist echt so. Aber Gangnam Style kann ich mir immer noch geben, das Lied finde ich immer noch klasse. Aber Mika mag das Lied gerne. Was, ist Gentleman, weil er es nicht ist? Nein. Weil er sich auch immer die Hand in eine Hose steckt und dann der Frau ins Gesicht hält? Natürlich. Oh mein Gott! Das Video noch nicht gesehen? Ich? Da grabbelt der Typ sich am Arsch rum und dann hält er halt so vor, das ist in der Labbe. Ich weiß. Das siehst du. Und dann sagst grad, du, oh. Hat sich gerade so angehört, als ob du es nicht wüsstest. Nee, wieso, er grabbelt auch andere Mädchen an? Was? Ich wollte jetzt, na, nicht unbedingt, naja. Er ist halt ein Mann. Ja, das. Heute würde ich darauf nicht eingehen. LOL. Kommt ihr noch ins Ziel? Ja gut, ihr kommt noch ins Ziel. Nee, ich nicht. Und deshalb wohl ich... Oh, Mika, immer wieder rückwärts? Ernsthaft? Nein, doch vorwärts. Ja, jetzt hast du einen J-Turn gemacht, ja. So, ich hab genug gewartet. Weiter, mal sehen, was gewinne ich denn heute mal. 10.000 Geld, ich will kein verdammtes Geld, meine Fresse. Geld, ich will. X5. Kann man nicht irgendwie mal einen Garagenplatz gewinnen? Da wird es nicht.
Ja, eben, ist klar. Ich bin nicht mehr in der Lobby. Ja, ich bin nicht mehr drin. Weil ich irgendwie gewartet habe. Ich muss erst eben mein Auto reparieren. Ja, mache dem. Nitro ist immer gut. Oh, ich glaube, ich fahre mal mit meinem C-Klasse-Wagen, weil dann könnte Mika sogar mal gewinnen. Yay. Ja, das könnte echt sein. Allein schon, weil ich mit dem wahrscheinlich gar nicht so gut klarkomme. Mach mal, ich hab... Und schade ich auch nicht, wenn Mika mal gewinnt, wa? Also den repariere ich nochmal kurz. Nein, jetzt habe ich wieder nur 1,595 Millionen, nicht mehr. 1,6 Millionen. Jetzt habe ich wieder nur noch 700.000. Na, siehste. Also hast du weitaus mehr für deinen Wagen ausgegeben. Ich bin gerade hinten. Ja, ich habe 6.900 für die Reparatur ausgegeben. Ja. Ja, Mika, wo bist du? Ich bin gerade hinten beim Golfplatz. Krass. Wer startet ein Event? Ich kann's machen. Ja, mach du mal hier. Soll ich? Ja, keine Ahnung, streitet euch drum. Mir ist es egal. Ja, ich mach mal. Gentleman. Jetzt hat Mika wieder die Hosen an. Wir nehmen. Man nehme. Ah, ich glaube, Mika, du hast jetzt bessere Höchstgeschwindigkeit und bessere Beschleunigung als ich oder so. Man nehme das hier. Also Beschleunigung hast du, glaube ich, auf jeden Fall besser. Höchstgeschwindigkeit weiß ich gar nicht. Nee, Höchstgeschwindigkeit habe ich besser. Aber deine Beschleunigung ist schon 100, genau 100 mehr als meine. 30,12 Kilometer. Och man, Mika, der ist so scheiße, der Rundkurs, der ist so nervig. Ja, ich hab den besten ausgewählt, oder? Aber die 30 Kilometer sind für zwei Runden gemerkt. Ich weiß. Ich hab's extra schon mal aufgepasst, wie das ist. Ah, Mika. Sind auch zwei, drei, vier Sternteile drin. Also Mika, ja, ich weiß. Deshalb ist er auf. Mann, der war. Das war anfangs ein E-Klasse-Wagen. Ja? Ja, das ist der gleiche Event hat. Ja, ich Und ich meine, haben wir den gleichen Jonathan? Ja. Boah, Jonathan, dir fehlt ein Punkt, dann ist das ein B-Klasse-Auto. Ich hab's extra nicht gemacht, ich hätte schon auf 530 haben können, aber ich wollte nicht. Ich habe die Teile in die anderen Autos eingebaut, weil ich noch einen C-Klasse-Wagen haben will. Mika, jetzt müsst ihr euch gewinnen. Was? Was? Keine Ahnung was. Jonathan. Ja, Mika, also jetzt musst du mich aber abziehen. Das wäre sonst peinlich, wenn ich war. Ihr werdet nicht in die Tanke fahren. Was? Nicht in die Tanke fahren, die ich gerade aussehen kaputt gemacht. Ja, ich glaube, das ist schon passiert. So, ich versuche jetzt einfach mal wieder kein Power-Up einzusetzen. Ich glaube, das wird ungemein schwierig. Ja, immer Power-Ups. Ja, aber ich weiß nicht, ich will einfach nicht. Aber mit einem schlechteren Wagen wird es schwierig, keinen einzusetzen. Und dieses... Jordan wird nicht gewinnen. Und diesen Teil der Strecke, den hasse ich so sehr, weil du immer irgendwo gegenfährst und übel ausgebremst wirst. Scheiß echt Bäume, so. Scheiß Laternen. Ja, ist echt so. Das ist echt ein bisschen doof. Aber warum nimmst du es denn an? Ja, weil das schon. Weil Mika die Strecke nicht kennt. Weil ich einfach irgendeinen genommen habe, der ein bisschen schwer aussieht. Na, die ist nicht unbedingt schwer, das ist einfach nur länger. Eben. Na, obwohl, also wenn jetzt längere Strecken auf Highways kommen, Mika, dann kommst du eigentlich auch nicht ran, weil ich eine höhere Höchstgeschwindigkeit habe. Ja? Ja, ich glaube Höchstgeschwindigkeit habe ich fast 100 Punkte mehr als du. Hat nicht noch einer dieses extra eine Runde mehr dabei? Ich nicht. Schade, weil nee. Sonst könnte man hier mal drei Runden rausmachen. Jo. Na, für eine Runde brauchst du in etwa 4 bis 5 Minuten. Ich glaube mit dem C-Klasse-Wagen brauchst du hier 4,5 bis 5 Minuten. Ja. Mit dem A-Klasse hatte ich hier schon mal so, glaube ich, knapp über 4. Aber das Geilste war, nachdem ich World angefangen hatte, war ich ja immer noch bei meinem Most Wanted Let's Play. Zwar kurz vor Ende und so. Und da habe ich dann gerade gefahren und dann war genau diese Strecke hier und ich habe wirklich, glaube ich, knapp 4 Minuten für eine Runde gebraucht dann. Und mit dem Wagen, den ich jetzt hier habe, User joined your channel. Wer ist denn da? Ich, Fabian. Krass. Welches Need for Speed spielt ihr? World. Wer ist denn Fabian? Kennen wir den, Mika? Well, ich kenne ihn auch nicht. Bist du jetzt reingekommen? Weiß ich nicht, na, Mika, das Passwort war recht dumm gewählt. Ja, und ja, trotzdem. Gebe ich schon zu, ne? Ja, genau. Na egal, hast du Need for Speed World? Für PC? Ja, ja, es ist für PC. Es ist ein Online-Game, ein kostenloses. Kann man das holen? Oder sich holen, oder? Ja, es ist einfach, musst du dich bei, gibst einfach bei Google ein Need for Speed World, meldest dich da an, falls du noch kein Origin-Konto hast, und dann lädst du es runter. Okay, mach mal.
machen wir das. Mika, beim nächsten Mal bitte ein schwierigeres Passwort. Ja, krieg ich hin. Ach, ein bisschen Gesellschaft, das ist doch auch gut. Ich meine, es gehört schon echt viel Intellekt dazu, dieses Passwort zu knacken. Alleine, dass da jemand drauf kommt. Ja, frage ich mich auch. Das wäre auch das Erste, was ich eingegeben hätte. Also zum Knacken jetzt nicht, um ein eigenes zu wählen. Das Erste, was ich eingegeben hätte, wäre Hallo oder so. Nee, also ich gebe da meistens eher Zahlen, aber wenn ich ein eigenes Passwort erstelle, würde, ist das eigentlich fast immer das Gleiche. Das ist... Naja, darauf kommt man nicht so schnell. So. Mika, wo bleibst du denn? Ja, nö, ich fahre ja meine Runden. Und ja. Ist aber jetzt wenn hier schon seit Stunden. Kleine da eine schlechte Internetleitung hat, da dauert es richtig lange, es zu downloaden, ne? Ja, ist doch nicht mein Problem. Ja. Nee. Ja, siehst du. Also. Alter, wie lang die Runden sind, ey. Ich habe immer noch nicht die erste geschafft, nur gut, ist ja klar, wie gesagt, über 4 Minuten werde ich brauchen. Ich schätze wahrscheinlich. Das Ziel, naja gut, ich schätze mal, ich werde, wenn ich gut bin, werde ich 4 Minuten 20 schaffen, die Runde. Ich glaube, ja, fast nicht. Allein schon, weil ich jetzt fast gegen Auto gefahren bin. Ha, das habe ich mir auch gerade gedacht, aber ich habe nur gestriffen. Obwohl, doch 4 Minuten 20 scheint mir realistisch. Ich bin nämlich gleich im Ziel für die erste Runde. Ne. Doch. Da kommen wir nicht hin. Am 4 Minuten 20 kommen vielleicht in 4 Minuten 30. Ich glaube, ich brauche schon 6 Minuten oder so. So, ich habe 4:17:79 gebraucht. Wow, Verkehr. Amika, wo bleibst du denn, Mann? Du hast bessere Beschleunigung. Ja, aber Beschleunigung bringt mir nichts. Weil es hier. Ich bekomme auch meine Beschleunigung. Das brauche ich hier eigentlich. Na doch, die Strecke ist schon recht kurvenreich. Ja, aber ich brauche jetzt nicht so unbedingt. Ich brauche hier Höchstgeschwindigkeit. Hm. Weil ich hier ziemlich gut durchgeleite, sag ich jetzt mal. Crash. So, jetzt bin ich. Jo, jetzt bin ich jetzt im Ziel. 20 Sekunden später. Ja, dann wirst du wahrscheinlich nicht mal mehr ins Ziel kommen. Obwohl, du bist 13 Sekunden später am Ziel. 13 Sekunden nur? 13 Sekunden nur, also könntest du es sogar noch schaffen, wenn du jetzt. Wenn die Differenz nicht größer wird, sondern in der Runde gleich bleibt, dann. Warum schaffst du es doch gerade so. Weil ich 4:17 hatte und du 4:30. Hä? Ich hab 4:47. Hä? Ach so, ich hatte gerade mal. Ja, gut. Sorry. Ich hab gerade mein Zeitfail gehabt. Ich dachte, die Zeit wäre normal durchgelaufen, oben bei der aktuellen Rundenzeit. Und da war ich gerade bei. 30 Sekunden. Deshalb. Ja, es sind 30 Sekunden. Ich war nämlich bei 30. Also bist du 30 hinter mir. Ja. Ja. Es kommt keiner ans Ziel außer mir. Uah, außer ich baue jetzt einen Scheißunfall. Weil ich bin 20 Sekunden hinter dir. Du bist bei 4:47, oder nicht? Ja. Ich bin bei 4:17. 38 bin ich da auch mal am Ziel. Nee, 39. Ja, doch. Das ist mit 30 kommt hin. Ja, allein schon, weil meine Rundenzeit zu dem Zeitpunkt, wo du durchgefahren bist, 30 Sekunden war, weshalb ich ja auch diesen Fail mit dem Denken hatte. Die Welt wird heller. Ja, ich weiß. Die Sonne geht auf. Oh, das ist bei Minecraft so geil. Ich habe ja jetzt den Shader-Mod drin. Ich habe gleich den... Du musst mir mal zeigen, wie man den richtig einstellt. Ich habe jetzt einfach irgendeinen runtergeladen, der der Ultra heißt. Also das heißt, der wird wohl die meisten Ressourcen verbrauchen. Ich habe einfach mal den heftigsten genommen, denke ich mal. Und das ist so geil, weißt du, wenn du rausgehst, dann blendet dich die Sonne erst und dann passt sich erst danach die Helligkeit an. Es wird erst mega hell und dann wird es wieder etwas dunkler danach. Genau, heißt, so wie das ein rechter Mensch auch hat. Es ist richtig geil, oder wenn du reingehst, wird es halt erst, ist erst extrem dunkel, dann wird es wieder heller. Das ist so awesome. Das Einzige, was bei dem scheiße ist, die Fackeln haben fast kein eigenes Licht. Und ich habe noch nicht rausgefunden... Das ist... Ne. Ich habe noch nicht ganz genau rausgefunden, welche Zahl ich da ändern muss in den Properties-Datei, also in der einen Datei da. Weil da so viele Zahlen und Buchstaben und so sind, dass ich nicht genau weiß, was ich da machen muss. Aber das werde ich nochmal kurz ein Video angucken oder so. Und dann werde ich das ändern. Ja, dann... Ja, weil wenn fucking kaum Licht spenden, ist es echt nervig. Ja, ich meine, im Endeffekt wird die Umgebung ist dann allgemein erhellt, aber es ist dann halt nur so ein Dämmerlicht. Und das hat keine wirklichen großen Unterschiede. Und das obwohl ja, das... Aber ich habe auch richtig geilen Watershader mit drin. Ja? Ja, ist richtig awesome. Also wenn du das richtig hast, dann musst du mir mal deine ganze Dinge checken. Ja, ansonsten, ich kann dir auch noch ein paar... Bloß halt ohne World. Naja, du lädst dir einfach da diese... Shader-Datei, also du brauchst erstmal Optifine Ultra, keine Ahnung, also eine bestimmte Optifine-Version. Ja, diese Ultra-Version da. Genau. Die leiden dann, mir immer. Ja, weiß nicht. Und dann musst du halt da dieses, an sich dieses, diese Shader-Packs installieren oder irgendeinen Shaders installieren. Und dann kriegst du den Ordner Shader-Packs und da packst du dann die Packs einfach rein und kannst dann im Menü auswählen.
Und die Packs, die kannst du dann einfach so runterladen, da musst du eigentlich nichts ändern, die sind eigentlich schon voreingestellt. Außer halt das mit dem Fackeln jetzt, aber ich glaube, das ist allgemein so bei dem Pack, was ich habe. Ja, vielleicht kann man es noch irgendwo umstellen, aber das könnte ich mir dann irgendwie ja sagen. Nein, du kannst dir das umstellen, ich war schon bei der Datei, dass, es ist aber so viel, also ich weiß nicht, mit was das programmiert ist, wahrscheinlich mit C++, könnte ich mir vorstellen. Oder halt mit Java, ja, doch, wird wahrscheinlich mit Java programmiert sein. Und Java habe ich nur echt keine Ahnung von. Ja, was? Also ich wollte mir die Programmiersprache mal aneignen im Rahmen des Unterrichts, dann hatte ich keinen Bock mehr. Allein schon, weil ich ja, eben keine Lust hatte. Oh, ich glaube, diese Runde bin ich ein bisschen langsamer als in der anderen, könnte ich sein. Weil ich irgendwo, ja, weil ich vorhin voll gegen Auto gekracht bin. Na, vielleicht bin ich dann mal bei 4,25, könnte ich sein. Ach man, ist über Lampen und Bäume. Und du kannst ja, morgen kommt die erste Folge raus mit den Shaders, kannst du dir mal angucken. Ja? Okay, die zweite Runde habe ich mit 4,22 geschafft. Oh, ich könnte sogar noch vielleicht ein Ziel schaffen. Meinst du, da müsstest du jetzt in der Runde mindestens 4,22 schaffen? Ne, mindestens 4,17. Oder? Warte mal, jetzt habe ich einen Rechenfehler drin. Ja, ich habe einen Rechenfehler drin. Du müsstest den Durchschnitt von meinen beiden Runden schaffen. Nein, mindestens. Ich habe das nicht. Ja. Na. Doch ein ganz schönes Stück. Ich habe gedacht, ich wäre schon auf dem anderen grünen Stück gewesen, aber... Tja, beide nicht im Ziel. Und das, obwohl ich extra mit dem B-Wagen gefahren bin. Verdammt, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was bei wem die Höchstgeschwindigkeit war. Ach, ich auch nicht. Ich glaube, ich hatte 274. Irgendeiner hatte 274, aber es könnte auch Bika gewesen sein. Oder Yvette. Doch, verlassen. Ich bin aus der Lobby raus. Ich auch. So, Mika, jetzt such mal ein schöneres Rennen raus. Ja? Wieso er? Okay, Yvette, such du eins raus. Wechsel euch ja, mal. Ja, genau. Ich kann keinen Account erstellen. Warum nicht? Ja, ich fülle einen aus und dann kommt da, sorry, du erfüllst die Kriterien nicht für die Registrierung. Ja, dann fehlt wohl noch irgendwo was. Oh, ist aber schade. Du bist jetzt dabei, ein Original-Konto zu erstellen, oder? Ja. Ja. Puh, ist lange her, dass ich das gemacht habe, da kann ich dir jetzt leider nicht so von der Ferne aus helfen. Muss einfach nochmal alles genau durchgucken. Vielleicht hast du irgendwo ein Häkchen übersehen oder so. Ah, hier sind nicht alle drinne. Ja, ich war nicht drin. Verlassen. Oh, ich steh, die haben nur 2 Fahrer. Das voll bescheuert. Ich meine, ich habe annehmen gedrückt und dann war ich auf einmal nicht mehr drin. Wie geht das eigentlich? Wonach geht das eigentlich? Wer als erstes annehmen klickt oder was? Nein. War es jetzt nur ein Zweierrennen oder was? Ja. Achso, ja, doch, da geht's nach, wird zuerst klickt. Ja. Hä? Was für ein Zweierrennen? Du hast mich doch für einen Sprint eingeladen, oder nicht? Nee. Ich bin bei einem Sprint gelandet. Okay. Okay, mach ich nochmal, was? Also, bei einem Drag, da kacke ich jetzt auf jeden Fall gegen Mika ab. Ja? Ja, Mann, du hast du hast Beschleunigung 100 mehr als ich. Nimm den Drag von ganz unten. Mika, da wirst du 100 pro gewinnen. Außer du verschaltest dich derbst, aber das glaube ich nicht. Sind jetzt alle drin? Oh, schon wieder nur 2 Fahrer, was ist das? Ich bin immer drin, dann fliege ich aus. Ich will das mal aus. Oh, ja gut, mach du, sonst hätte ich gemacht. Vielleicht wäre es besser, wenn ich das mache. Aber jetzt lädt gerade. Ja, aber sag Bescheid, wenn fertig landet, dann mache ich mal. Lädt. Neues was? Territorium. Was, seid ihr jetzt bereit? Ja, jetzt. 3. Annehmen. Ah, gucke, Mika, du hast 100 Beschleunigung mehr als ich. Beschleunigung 668. Du hast glatt 100 mehr als ich. Glatt. Und ich meine, wenn du jetzt nicht gewinnst, dann machst du irgendwas verkehrt. Ich glaube, ich könnte sogar auf Automatik fahren und ich bin besser als du. Ich glaube, mit der Automatik glaube ich nicht. Können wir ausprobieren. Mach einfach mal. Ist mir Rille. Nee, ich fahre jetzt einmal mit manuell und dann gleich mit Automatik. Ja, mache das. Wie gesagt, das ist mir Rille. Beginne das Rennen. Lädt. Chatkanäle. Oh. Mit dem Wagen, so lame. Ein perfekter Start. Ich schon. Ah, der Wagen, der stinkt so. What the fuck, Jonathan? Der Wagen ist kacke, Mann.
Warum ziehst du mich ab? Weiß ich nicht. Vor allem, ich habe nur 5 Gänge, ja. Das heißt, ich krieg nicht mal einen 6. Gang Boost. Alter, ja klar, ich bin jetzt mit dem Wagen ungefähr 3 Sekunden langsamer als mit meinen anderen Wagen. Okay, ich habe auch nicht perfekt geschaltet. Ich schon. Drinbleiben in der Lobby? Von mir aus. Mika will ja nochmal gewinnen. Na, willst du jetzt mal auf Automatik machen, Mika? Ich fahre jetzt mal auf Automatik. Gut. Na gut, also sobald ich keinen perfekten Start habe, ist sowieso für mich gelaufen. Na, ich hatte jetzt auch keinen. Na, bei mir hält es jetzt mit einem perfekten Start. Hattest du einen oder nicht? Ja, aber ich habe nicht perfekt geschaltet danach. Ja, bei mir ist das so, der erste Gang, den musst du ewig ausfahren, ehe du hochschaltest. Deshalb habe ich da mal genug Zeit zu reagieren. Der kleine Knirps schon wieder weg. Naja, der sucht jetzt nochmal kurz, ob er noch irgendwas übersehen hat bei Origin. Bei was? Nee, das ist gegangen. Ich muss nur noch installieren. Ach so, gut. Hast du eine gute Internetleitung? Ja. Weil du musst dir eine relativ große Datei runterladen. Das wird einige Zeit dauern, schätze ich. Wieso, um 1 ist eh Schluss? Ja, für Mika, ja. Ja gut, ich werde danach, was werde ich denn danach werde ich für die GTA 4 zocken. Ja. Nimmst du das auch auf? Jonathan? Ja? Nimmst du das auch auf? Nee. Ich? Allein schon, weil ich glaube, Rockstar Game hat da was dagegen, wenn ich das veröffentliche. Ich glaube nicht, dass ich da eben die Rechte von Rockstar Games habe. Alter, auf Automatik ist man immer nur hier auf gut schalten, ja, ich weiß. Deshalb ist es ja. Und trotzdem hat die Welt dich nicht gekriegt. Also hätte ich jetzt mit perfekt geschaltet, also was, dann hätte ich dich gezogen. Na definitiv, ich meine, dein Wagen ist einfach von der Beschleunigung her mega besser. Ja, dann lass noch mal. Ja, können wir gleich. Einmal gewinnen willst du ja. Oh. War deine Lobby? Mann, was soll ich denn alles mit dem scheiß Geld immer? Ich will kein Geld gewinnen. Sind wir alle in der Lobby? Ich bin in der Lobby, ja. Nein, doch. Klar. Boah, Mika, weißt du was? Das ist eigentlich fast das erste Mal, dass ich mich aus Rändern freue. Na, bei mir hält sich das. Ey, komm, ich konnte nebenbei noch aufnehmen und es hat nur nicht mal eine halbe Stunde gedauert. Ja, das hätte ich auch ganz gerne. Also ich kann nebenbei nicht aufnehmen. Siehst du. Na gut, ich meine, Minecraft mit Shaders könnte ich nebenbei auch nicht aufnehmen. Normales Minecraft wahrscheinlich schon. Aber die Shader, die sehen schon ziemlich an der Performance. Aber rein theoretisch. Ne, ich könnte nicht nebenbei aufnehmen, das geht nicht. Ne? Wolltest jetzt 2 Kerne für aufnehmen und 2 Kerne für Rendern machen oder was? Ne, es funktioniert nicht. Bei 50. Außer ich würde das Rendern runterstellen, dann könnte es gehen. Ja, aber dann lohnt sich das Rendern gar nicht, weil dafür dann, keine Ahnung, 6-7 Stunden brauchst. Nein. So viel ist ja auch nicht jetzt übertrieben, aber. Ne, warum? Ich würde dem Rendern 30% an Leistung abziehen. Naja, gut, dann weiß nicht, bist du vielleicht im Endeffekt dann bei 3 Stunden. Je nachdem, mein PC ist schon wieder so warm gelaufen, ne? Ich hab meinen extra Kühler angemacht, mein PC ist kühl wie sonst was. Ich hab keinen perfekten Start gehabt, verdammt. Jetzt wird Mika 100 Pro gewinnen. Und zwar ich mit nicht. Abstand. Na, ich hatte keinen perfekten Start und dann ist sowieso alles verloren. Dann habe ich nur 5 Gänge. Ich hab 6. Na eben, deshalb. Du hast nochmal einen extra Boost. Stehst du? Na, stimmt. Naja. Jetzt muss ich hier noch was Geiles gewinnen, oder? Ich glaube, du gewinnst nichts Geiles. 800 Geld. 3500, genauso wie bei Silber. Ich hab cooles Nirgendwo. Ich hab auch 3500 Ich bin Geld aus gewonnen. Der Lobby raus. Ja, okay, dann verlassen. Warte mal. Ich wechsle mal zu meinem Pontiac, vielleicht da könnte es auch wieder knapp werden mit Gewinn beim Drag, meine ich. Weil mein Pontiac nicht so viel besser ist als deiner. So, und nochmal kurz reparieren. So. Seid ihr alle bereit? Ja. Nee, bei mir lädt gerade. Gut, dann warte ich mal kurz und nehme einen anderen Drag. Es gibt ja nur. Ja, bei mir, ey, da steht das Download, ne? Ich musste nur Download laden oder muss dann noch was laden? Mit dem Download lädst du erstmal nur den Launcher von dem Game. Und sobald du den. Also sobald du dieses Fenster, das öffnet sich dann wahrscheinlich gleich bei dir. Und dann musst du dich halt mit deinem Konto anmelden und dann lädt er das ganze Spiel runter. Ja, aber den Launcher habe ich schon und da habe ich mich einloggen müssen und dann steht hier unten Download 90 MB von 1,06 GB. Ja genau, jetzt lädt er gerade das Spiel runter. Der lädt im. Ja, okay. Das geht eigentlich bei mir relativ schnell. Ja, siehst du. Aber der lädt im Endeffekt nicht nur diese eine Datei runter, danach kommt noch eine, die
glaube ich, 600 oder 700 MB groß ist. Es kommt das Inhalt drauf an. Kleinere. Ne, es insgesamt sind es nur 3, nicht 4 Mika. 3. 3? 3, ja. Einmal. Bei mir waren es 4. Bei mir waren es 3. Oder hast du dir 2 Sprachpacks runtergeladen? Einmal ist Englisch und einmal ist Deutsche. Oh Mann. Okay, Yvette bereit? Alles klar, ja. Ja, alle dabei. Mika, jetzt, na gut. Jetzt kommt es halt drauf an, wer besser schaltet von uns beiden. Ah, du würdest gewinnen. Ja, theoretisch. Aber ich habe auch wieder nur 5 Gänge. Ja toll, ich bin eh außen vor. Naja, Übung macht Meister. Nein, Mika, ich habe nur 5 Gänge, deshalb könntest du mich vielleicht sogar noch kriegen. Na, du hast den 6. Boost. Na eben. Es ist nur die Frage, auf welcher Geschwindigkeit ich dann letztendlich bin. Im 5. schon. Ob du mich denn überhaupt noch kriegen kannst. Weil wenn du deine Höchstgeschwindigkeit erreicht hast, dann wird sowieso nichts mehr. Aber wenn du die hast erreichst... Hast du Höchstgeschwindigkeit? Ich hatte 600, ja. Du hast irgendwas 480 oder so. Na, das ist... Wieso mache ich das eigentlich, obwohl ich eh keine Chance habe gegen euch? Nein, ich habe den 2. Gang schalten voll verkackt. Weil es Spaß macht. Stimmt. Ich hab mich einmal überdreht. Ich hab einmal nur gut geschaltet. Ich will eigentlich Mika. Need for Speed für Handy auch oder so. Das war danke, nicht. Schatz. Oh, Mika, bist ein Gentleman. Mika, du bist gar nicht im Ziel, oder? Mika? Ja, ich glaube, er ist abgekackt, oder? Ja, aber ich kann jetzt leider nicht minimieren, weil sonst meine Aufnahme wieder abkackt. Ja, Mika. User in your channel timed out. Mika ist abgehauen. Vielleicht hat er doch nur bis halb Internet gehabt. Weiß ich glaube, er schreibt mir eh gleich wahrscheinlich WhatsApp oder so. Ja. Ja, vielleicht hat er wieder Bluescreen gehabt oder so, keine Ahnung. Ich bin übrigens nicht mehr in der Lobby. So, ja, okay, dann kann ich hier rausgehen. Ja, sonst fährst du mit irgendwelchen Wildfremden. Aber Yvette, du kannst doch jetzt mal kurz zum Autohändler gehen und gucken, ob du nicht doch einen Wagen findest, der dir für deine 700.000 schon gefällt. Ah, alles klar. Weil dann hast du auch einen besseren Wagen, logischerweise. Ansonsten holst du dir den Wagen, den Mika hat, dann kannst du gleich ein paar Tuning-Keller einbauen, weil du das Geld hast. Also Autohändler. Warte, ich helfe dir mal mit gucken, ja? Ja. Ich denke mal, du musst bei... Entweder musst du nach... echt so Thema nach C-Klasse Wagen. Ab wann die so anfangen. Ich glaube, die C-Klasse Wagen sind noch zu teuer. Obwohl, der könnte gehen, aber der ist kacke für dich. Wo steht der Preis? Ach, hier steht mit Boost kaufen. Ja, muss mal gucken, wenn wir mal weiter runtergehen. Manche kannst du halt nur mit Boost kaufen. Oder einige. Ich hätte jetzt... Okay, bei den C-Klasse-Wagen gibt es keinen für dich. Die sind alle zu teuer. Wie lange ist er denn eigentlich noch on? Ach, das weiß ich noch nicht genau. Solange wir lustig sind. Ja, ich weiß es auch noch nicht. Ich glaube, Mika kommt nicht mehr wieder. Ja. Na, Yvette, ich hätte einen Wagen für dich. Der hat aber nicht so gutes Handling. Geh mal auf alle Hersteller und dann auf Nissan. Hersteller Nissan eingeben? Ja. Warte. Ja. Und dann suchst du dir den Nissan 2, Nissan Skyline. Ne, warte, welcher war das? Der Skyline GTR. Der ist ganz. Da steht zwar erst, du kannst ihn nur mit Boost kaufen. Aber du kannst dann mal nach rechts klicken. Dann kommst du, dann ist der weiß und dann kannst du den für 700.000 kaufen. Falls du den haben willst. Ist der gut? Das weiß ich nicht. Mika! Gott! Bluescreen? Was? Ja. Gut. Na warte, Yvette, ich guck mal noch kurz weiter für dich, ob ich einen guten... Ich dachte schon gerade, irgendwie, du hast ein bisschen einen halben Teil, weil du mich gerade gewinnen lassen hast und so. Ja. Ansonsten, Ich kriege Kopfschmerzen bei dieser Sache jetzt. Hä, ja, wieso? Bei den Gedanken daran? Nein, bei dem Gedanken daran, dass die Aufnahme von gerade kaputt ist. Für mich. Obwohl, Mika, das war nicht so lange, dass der Zwischenzeit nochmal neu gestartet. Nein, das waren 32 GB, das waren eigentlich, Also doof. 32 Minuten oder so, ja. Sonst hätte ich noch einen für dich, Yvette, guck mal nach dem Plymouth, also alle Hersteller, gehst du auf Plymouth. Warte. Ist direkt unter Nissan. Nee. Okay, aber, na gut, aber fast unter Nissan, also ein bisschen weiter unter Nissan auf jeden Fall. Ja.
Also und ein bisschen Videomaterial habe ich sonst nicht. Ja, sehr schön. Und dann der Plymouth Hemikuda, ich weiß nicht, ob der was für dich ist, der hat auf jeden Fall besseres Handling. Allerdings leiden darunter halt natürlich die Höchstgeschwindigkeit und die Beschleunigung. Er würde 650.000 kaufen, aber ich guck noch mal kurz bei den D-Klasse-Wagen für dich. Der die sind aber schon wieder schlecht. Ja, schlechter, aber die kannst du auch ausbauen. Ich meine zum Beispiel hier der Pontiac, den ich habe, das ist auch ein D-Klasse-Wagen, der ist jetzt besser als Mika seiner. Und der Mazda, den Mika hat, ist auch ein B-Klasse-Wagen. D-Klasse-Wagen. Und je nachdem, hier kannst du ja auch schon die besseren D-Klasse-Wagen kaufen als ein, und die sind besser als ein schlechter B-Klasse-Wagen. Also jetzt die Frage, Mika meint ja, der Wagen, den er hat, der lässt sich gut fahren. Den könntest du dir zur Not aneignen. Was hat er denn für einen? Den Mazda RX-809. Ansonsten... Wie heißt der? Mazda RX-8. Es gibt zwei davon und der mit dem Strich 09, den hat er. Mit Polizei? Nein, nicht mit Polizei. Mit Blau? Ja, der ist blau. Der kostet 600.000. Ja, genau. Ansonsten... Das ist ein D-Klasse-Wagen, ne? Das ist ein D-Klasse-Wagen. Ah, guck mal, bei Mika ist jetzt auch schon B geworden. User was kicked out of your channel. Mika wieder. Nö, warum? Du hast ihn rausgekickt. Natürlich. Ja, war klar. User joined your channel. Warte mal, ich ändere mal das Passwort. Er ist schon wieder drin. Ey, warum hast du nicht... wurde ich gekickt? Weiß ich nicht, ich bin im Spiel. Yvette? Ja, Jonathan. Da muss man gucken, also entweder den Matze... Your channel was edited. Ey... bei mir ist dann Need for Speed gleich fertig. Ja, mit der ersten Datei. Es gibt insgesamt drei Dateien. Toll, Mika. Hast du den Kleinen jetzt rausgeschmissen? Ja, ja. Hat er. Yvette, also du hast einmal, du könntest dir den Mazda X809 holen, den Mika hat. Oder ja, halt den Pontiac, den ich habe. Der kostet 100.000 weniger, ist demnach auch ein bisschen schlechter. Aber ich glaube, der Mazda wäre für dich besser geeignet, weil der besseres Handling hat, oder Mika? Der hat echt gutes Handling. Also der ist echt gut auf der Straße. Ja, dann holst du den. Holst den Mazda RX-809. Der mit dem 09 ist wichtig, weil der hat bessere Beschleunigung. Ja, okay. Nicht mit Polizei, sondern in Blau, ne? Ja, den mit Polizei, was auch immer, den kannst du doch gar nicht kaufen. Nee, der steht mit Boost. Ja, siehst du. Du, das ist sowieso nicht egal. Behalte ich meinen anderen Wagen trotzdem? Ja, natürlich, wer hältst du den? Du hast ja zwei Garagenplätze. Und jetzt erstmal ein bisschen... Jetzt hast du sogar noch 100.000 Geld zum Tune. Aber cool. Ich hatte ja schon mal erklärt, wie das immer geht, immer nur die besten Teile kaufen, weil sonst Geldverschwendung ist, ne? Ja, aber ich habe bestimmt noch ein paar in meinem Inventar. Ja, dann muss man gucken. Ansonsten kann ich dir wieder helfen beim Tuning-Shop, welche Teile du nehmen sollst. Also ein 2-Sterne-Getriebe habe ich noch in meinem Inventar. Schon Getriebe fällt schon mal weg. Du hast nur ein 2-Sterne-Getriebe, sonst nichts? Ja, und 2-Sterne-Reifen habe ich. Ja, gut. Angemacht. Ja, die baust du jetzt beide rein und ansonsten? Ansonsten habe ich 1 Stern Fahrwerk, 1 Stern Bremsen. Ja, und das war's. Das ist, was du gerade im Inventar hast, oder was? Mhm. Bau erstmal alles an. Alles, dann, was ich hier so besitze? Ja, zieh einfach rüber. So. Das heißt. Also dann brauche ich noch Motoraufladung. Ja. Dann gehst du jetzt auf Motor und dann... Ey, wie schnell das geht, jetzt bin ich schon auf 468. Ja, eben. Gute Grundlage hat der Wagen. Und jetzt suchst du dir... Welchen hast du jetzt? Den gleichen wie du. Okay. Und jetzt suchst du bei den Motoren einer von den 32.000 Kostenden raus. Keine Ahnung, kannst halt den mit 4.4 nehmen, mit 4.3 oder mit 3.4. Macht im Endeffekt kaum Unterschied. Die Motoren haben aber alle nur 1 Stern. Du kannst nur 1 Sternteile kaufen. So. Den Rest musst du mit Boost kaufen. Ja, und jetzt brauche ich noch Aufladung. Ja, und jetzt nimmst du bei der Aufladung auch wieder die teuerste, die du finden kannst. Also eine von den beiden, die 16.000 kostet. Je nachdem, wie du es mehr lieber hast, entweder mehr Beschleunigung oder mehr Höchstgeschwindigkeit, kannst du dir aussuchen. Welches ist jetzt was? Also links steht Höchstgeschwindigkeit, in der Mitte steht Beschleunigung. Das heißt, mit die obere, die ist mehr Beschleunigung, die untere ist mehr Höchstgeschwindigkeit. So, jetzt bin ich schon auf 501. Sehr schön, dass du einen B-Klasse-Wagen. Geil. Dann ist die Frage, warte mal, was hast du noch 1 Sternteile im Inventar gehabt? Ich habe jetzt noch... Warte, du hattest Fahrwerk und Bremsen im Inventar gehabt, oder? Auch noch, als 1 Sternteil. Was? Du hast doch 2 2-Sterne und 2 1-Sterne-Teile im Inventar gehabt, ne?
Ja, ich hab noch eins, zwei. Ich hab noch Reifen, zwei Reifen, also zweimal ein Sternreifen. Nein, darum geht's nicht. Ich meine, du hast auch irgendwelche Einsternteile, die du im Inventar hattest, in dein Auto eingebaut. Ja. Guck mal kurz bei diesem, wie die Prozente da sind. Weil unter Umständen kannst du ja da noch bessere von kaufen, dann verkaufen sich die Teile gleich. Also bei den Reifen habe ich 2%, 2%, 6%. Na, das sind zwei Sterne Reifen, das ist was anderes. Also bei den einen Stern, ja, bei welchen, aber bei Bremsen oder so? Bei Bremsen und Fahrwerk was, glaube ich. Bei Bremsen habe ich 0%, 0% und 3%. Ja, es gibt Bremsen mit 4%, ich weiß nicht, ob die so die Performance bringen, aber es könnte sein. Und beim Getriebe habe ich 6%, 4% und 3%. Ja, Getriebe hattest du ja vorher schon, aber du hast noch ein Fahrwerk, ein Einstern-Fahrwerk gehabt, soweit ich das weiß. Ja. Das hat? 1%, 1% und 3%. Fahrwerk holst du dir auf jeden Fall ein besseres. Da gehst du jetzt mal auf Fahrwerk und nimmst dir das für 18.720. Fahrwerk... 1.720. Dann müsstest du nochmal mehr Leistung kriegen, oder? Ja. Ich denke mal, jetzt habe ich schon 508. Also, das bei den Bremsen, die 1%, die machen, glaube ich, keinen Unterschied. Also, da musst du jetzt nicht extra Geld ausgeben für. Okay. So, und das war's dann jetzt auch eigentlich auch schon. Jetzt kannst du von der noch Zubehörteile. Hast du ja noch welche? Ich gucke auch mal, was ich noch für welche habe. Hast du ja welche gewonnen? Kannst du einbauen, wenn du willst. Falls du den Wagen schicker machen willst oder so. Ja, ich habe vorhin Neonlicht gewonnen. Eben. So. Das meinte ich damit. Haben wir denn im Inventar? So, Jonathan, hab gerade mal Werbung für deinen Kanal gemacht. Sehr schön. Warte mal. Wie hast du das gemacht? Ja, der kleine Junge hat mich gefragt. So, ja, hier, warum kann ich nicht wieder rein? Weil wir Aufnahme machen. Und ich hab dich dann, also, dein Blablabla. Hast du gesagt, wir machen eine Aufnahme oder was? Ja, und dann habe ich so geschrieben, ja, kannst du dich mal selber hören auf dem Kanal von dir. Ja, wahrscheinlich. Weil. Ich schätze mal übermorgen. Je nachdem, wie lange der Upload dauert. Ich hab geschrieben, wird bald veröffentlicht. Ja, obwohl, hier mit, die Folge kommt ja sowieso einen Tag später, das wird ja die zweite Folge. Scheiße, ich will jetzt doch Zubau, will ich. Ich habe nämlich eine Tierverlegung Stufe 3 endlich mal wieder gewonnen. Ich habe so viele verkackte Tierverlegung Stufe 2, ey, das ist so zum Kotzen. Das verbrate ich erstmal meine 1er, damit ich noch mehr für das Achievement tue. Noch die 3. Krass, ich habe ich 174 Nachrüstteile eingebaut von 200. Und ich glaube, dann kriege ich... Was kriege ich denn eigentlich für Belohnung? Oh, was brauchst du denn so? Ne, ich habe wieder Wagen. Ich fahre jetzt erstmal die ganze Zeit mit dem Pontiac rum, weil dann sind wir alle in etwa auf dem gleichen Level, mehr oder weniger, vom Wagen her. Warte mal, wo war das denn mit dem... Pro-Tuner war es nicht, es war... Verlegung Stufe 3, wie geil. Ja, genau, ich... So, Mika, bist du wieder im Spiel? Noch nicht. Das Spiel starten. Ah. Und, ich wollte gerade etwas sagen. Genau, Videos von mir wird knapp. Wird nicht viel. Da viele kaputt sind. Ja, die erste Folge wird was, ne? Also die erste... Ein Teil von der ersten Folge wird was und ein Teil von der zweiten Folge wird was. Ich dachte, das von der ersten Mal noch heile. Nee, da war auch ein Stück kaputt. Ach schade. Warum das kaputt war, weiß ich nicht. Hattest du nicht vorher noch gesagt, am Anfang der zweiten, du hast nachgeguckt, ob das erste noch okay war? Ja. Ich habe den ersten Teil, aber der mittlere Teil, der am meisten Zeit war. Boah, das ist ja ätzend. Ich meine, aber wenn... Ich hab einmal 19 Minuten und einmal 36. Naja, immerhin. Immerhin etwas. Dann hast du beim Upload nicht so viel zu tun. Ja. Ich weiß ja nicht, also ich glaube, für dich lohnt sich Aufnehmen nicht mehr, aber ich bin ja noch in der Aufnahme, deshalb. Nee, ich nehme es mir auf. Gut. Ja. Jetzt kann man wenigstens bei YouTube dann sehen, zumindest wenn man auf 27p stellt, wie spät ist es. Also ich schätze mal, mit 480p wird es schon knapp, die Uhrzeit dort zu erkennen. Man muss natürlich wieder eine gewisse Zeit raufrechnen. Die Zeitspanne sage ich jetzt nicht, das muss man selber herausfinden. Aha. Ja. Wird wahrscheinlich auch so schwer mit den ganzen Informationen, die wir in den vorherigen Minuten gegeben haben. Allein schon, wann bei dir Schluss ist und so, ne? Wenn man hochrechnet, dann wird man es rausfinden. Was wir schon gesagt haben, wegen der Zeitveränderung und so,
Aber das wird, ja, das muss trotzdem ein bisschen Rätsel. Ein kleines bisschen Rätsel muss sein. Ein ganz kleines bisschen. So, und wer rausgefunden hat, wie spät wir aufnehmen, der kriegt einen Finger in den Arsch. Der darf mit uns mal aufnehmen. Aber mit Tabasco bitte. Natürlich. Finger am Po Mexiko. Paris seid ihr noch wiedersehen. So, Yvette ist noch im Stützpunkt, ne? Bin gleich fertig. Gut. Und dann wirst du uns mit deiner Heizerkarre mit deiner neuen richtig abziehen, oder was sagst du? Oh, natürlich nicht.